Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ocarina of Time. Wir versuchen durch diesen netten Brunnen hier durchzutauchen. Wir tauchen einfach mal runter, vielleicht nützt uns das irgendwas. Hey, da waren wir doch schon, diese Kanalisation, oder? Den hast du ja per Schalter leer gepumpt. Ah, cool. Und wo finde ich jetzt doch mal so einen Schalter? Wir sind so ein bisschen am Verzweifeln. Also ich zumindest. Mein Chat hat scheinbar noch irgendwie den Durchblick, was ich machen muss. Ich bin hier einfach nur noch komplett am Verzweifeln. Und check gar nichts mehr, was ich tun muss, wo ich schon war und alles. Es ist gerade alles ein bisschen schwer. Muss ich da nochmal hoch? Wie dieses Skulpturas. Au. Ich schieße mal die Skulpturas hier ab. Okay, das war eindeutig so. Mein Bogen schießt einfach ein bisschen höher als geplant. Ja, selber Schalter wie vorhin. Okay, jetzt muss nur noch wissen, wo der Schalter vorhin war und dann kommen wir da hin. Ah, ich glaube, ich bin hier hoch. Bei den Skulpturas. Okay, solange mein Chat noch den Durchblick hat, ist alles in Ordnung. Wenn mein Chat den Durchblick nicht mehr hat, habe ich, glaube ich, ein ganz großes Problem. Okay, ja, hier war ich, da erinnere ich mich dran, da habe ich irgendwas besiegt. Dann war ich hier. Okay. Und dann habe ich da so ein bisschen mein Dings genutzt. Bitte kill mich nicht. Oh, die wird gleich mich wieder angreifen. Okay, da war ich. Ich habe drauf getreten. Okay, und das hat jetzt was gebracht? Bäh. Bäh. Au. Ah, da gibt's Herzis. Ah, ich weiß wieder, wo wir sind. Da gab's Herzis. Da waren wir schon. Wo kommen wir jetzt raus? Jetzt sind wir doch wieder bei dem Brunnen, wo wir schon waren, oder? Die graue Zielscheibe ist übrigens für den Fanghaken. Okay. Okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich vorhin war, aber der Brunnen ist immer leer, was mir nichts hilft. Also zumindest wüsste ich nicht, was mir das helfen sollte. War. Stehe ich da auf so einer Führung und kill das Ding nicht. Jetzt mal in den Raum umsehen. Okay, dann gehen wir mal zurück in den anderen Raum. Beziehungsweise in den Brunnen rein. Boah, lass mich in Ruhe, du Mistviech. So. Wir gehen nochmal in den Brunnen rein. Ah! Ich bin im Wasser gelandet, okay? In diesen Raum hier umsehen. Ich habe halt immer Angst, wenn es eine Decke gibt, dass da gleich wieder was runterkommt, Weil da ist ja nichts. Aber vielleicht da oben irgendwo. Gehen wir halt dann nochmal hoch. Können wir gleich mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Schatztruhe. Aber das ist ja die Schatztruhe, da wo wir dieses komische Lied brauchen. Hier oben gibt es halt eine Tür. Zu der muss ich wahrscheinlich hin. Obwohl, das glaube ich eigentlich auch nicht. Bah. So. Okay, Fanghaki.
Okay, wie komme ich da jetzt wieder hoch? So ein echt creepy Raum. Okay, hier sind zwei Dinger für den Fanghaken. Ich meine, ich bin von da nach da. Hab den Schalter aktiviert, damit habe ich den Brunnen ausgesaugt. Ende. Noch irgendwas anderes. Also, da oben ist eine Tür, da würde ich auch gerne hin. Aber wie komme ich da hin? Die Truhe müsste man per Haken erreichen, echt? Passt. Ernsthaft? Warum habe ich das eigentlich noch nicht ausprobiert? Ich habe sehr vieles hier ausprobiert, zum Beispiel Springen, aber das habe ich noch irgendwie ein bisschen übersehen. Nehmen wir es einfach mal übersehen. Ernsthaft? Was ist das für eine Kacktruhe? Truhe nur mit dem Lied und wie komme ich dann weiter? Hä? Ich dachte, die Truhe brauche ich auch gar nicht, weil da komme ich irgendwie später hin und das ist auch nicht relevant für den Tempel, dachte ich. Ja, da oben ist halt eine Tür. Hier irgendwo vielleicht was dagegen, wo ich dagegen schießen kann. Auch nicht. Die Truhe, die Tür nur mit. Ach, die Truhe muss mit Haken und die Tür nur mit dem Lied, okay. Ah, okay, dann versuche ich es einfach nochmal. Ah. Dann können wir da wieder in diesen einen Raum und dann können wir da weiter. Ein Herz. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich habe mir was anderes erhofft. Okay, wie komme ich jetzt weiter? Ich da habe jetzt eigentlich mit dem Schlüssel in dieser Truhe gerechnet. Und nicht mit einem Herzchen. Okay, hier geht es dann wohl nicht weiter, oder? Da kommen wir von diesem Vorsprung aus irgendwo hin, wo ich noch hin möchte. Ich glaube nicht. Na gut. Weitere Ideen, die ich noch habe. Welche Truhen habe ich denn noch auf der Map? Fangen wir mal so an. Da durch diese Türe durch. Aber ich komme nicht in diese Türe da scheinbar rein. Ah, da links haben wir noch eine. Da links haben wir noch eine Truhe. Muss ich da hin? Speichere einfach mal zur Vorsicht. Und dann gehen wir einfach nochmal dahin. Versuchen wir es so irgendwie. Gib mir 5 Minuten, okay. Ja, ich gebe mein Bestes in der Zwischenzeit. Besinne dich ruhig. Ich versuche es irgendwie alleine zu lösen. Ich muss 100% zu seinem Tode rüber. So, jetzt bin ich wo? Da, okay. Ich finde es. So. Er liegt, das reicht. Ich renne weiter. So, jetzt muss ich aber irgendwie, glaube ich, nach da vorne in das Dings rein. Ja, ich muss jetzt praktisch nicht da hoch, sondern ich muss darüber.
Ja. Okay. Vielleicht muss ich mich hier noch ein bisschen genau umsehen. Ich wette nämlich, ich muss einfach zu dieser Türe da hoch. Aber wie komme ich zu dieser Türe hoch? Das ist halt die andere Frage, So nicht. Irgendwie muss ich zu dieser Türe hinkommen. Frage ist nur, wie. Gibt es hier irgendwas, was ich angreifen kann? Nein. Da ist die Wand so andersfarbig, da ist auch nichts, okay. Wenn jetzt alle Tempel so kompliziert werden, ach du heilige Scheiße. Was ist hier eigentlich eine Leiter? Ach, da komme ich her. Ah. Schon gecheckt, ich bin einfach nur im Kreis gelaufen. Von hier aus ist ich irgendwas noch sehen? Nein. Weil ich habe jetzt auch kein Flugblatt. Ich hätte gerne ein Dekoblatt, damit ich darüber fliegen kann. Das wäre es einfach. Das wäre so das Optimalste der optimalen Fälle. Wenn ich da hochkletter und dann über das Geländer da runterspringe irgendwie. Das wird doch auch nicht klappen. Ich gehe gerade mal parallel in den Tempel, okay? Vielleicht hast du ja den Durchblick im Gegensatz zu mir. Aber das gehört ja auch irgendwie zu einem guten Zelda-Spiel. Dass man nicht mehr weiter weiß. Das Ding da oben habe ich abgeschossen und habe dann irgendwas gekriegt, das weiß ich noch. Da will ich hin. Gab es hier schon Blöcke zum Verschieben? Ja, die habe ich schon alle verschoben. Bin da hochgeklettert, war in diesen komischen gedrehten Raum, hab die Stahlpforte besiegt, hab den Bogen bekommen, hab die zwei Geister geholt, hab mir sogar schon den Masterschlüssel geholt. Aber irgendwie, dann hängt's. So. Irgendwoher muss ich hier noch einen Schlüssel kriegen. Eventuell, dass wir den Raum hier nochmal drehen, dass es was anderes da außer dem Masterschlüssel noch gibt. Das könnten wir doch mal ausprobieren, oder? Verdammt. Ja. Bin auch gerade genau da. Okay. Ja. So. Vielleicht hilft es, in den Raum zurückzudrehen. Ja, das mache ich jetzt nochmal. Also ich verdrehe ihn jetzt praktisch wieder normal. Ich hab's, glaube ich. Okay, das wäre mega cool, wenn du es herausgefunden hast. Ich drehe das jetzt mal nochmal so und schau mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Da runter kann man noch springen, oder? Ernsthaft? Ah. Liegt dagegen so. Kannst du ihn bitte anvisieren? Jetzt das Loch runter, das war das Geheimnis. Echt? Ich habe den Weg wirklich gefunden. Okay, ich muss ihn killen.
Und ich brauche, glaube ich, gleich mal wieder eine Fee. Kannst du ihn bitte anzoomen, Navi? Es ist anvisieren klappt nicht so super. Oh, ich habe das doch gefunden. Ah, jetzt bin ich hier oben. Da hinten gibt es Herzis. Ich gehe einfach mal ganz kurz zu diesen Herzis hier rüber. Das ist mir auch ganz wichtig, dass es aufhört, diese komischen Geräusche zu machen. Wo ist hier die Skulltula? Da. So, hier. Aber ganz ehrlich, wie kommt man da drauf? Also ich habe jetzt wirklich geraten und ich dachte mir einfach so, okay, ich drehe jetzt den Raum zurück, weil das habe ich jetzt, da bin ich vielleicht nicht alles abgegangen. Das war jetzt so mein Versuch noch. Okay, aber für die Leute auf YouTube würde ich einfach mal sagen, jetzt nimmt der Tempel eigentlich seinen Lauf. Okay, gut. Dann würde ich aber für die Leute auf YouTube sagen, nächste Folge geht es weiter mit dem übelspannten Waldtempel. Bis dahin, tschüss!